Hey Leute, was geht? Heute mal ein etwas traurigeres Video, denn der große Moment ist soweit. Rufen wird heute das letzte Mal im Studio sein. Ich hätte selber gedacht, dass dieser Tag irgendwie niemals kommt oder weiß ich nicht, irgendwann ganz spät erst kommt, aber nein, es ist soweit. Und das Besondere ist, wir werden uns heute auch so ein bisschen unterhalten. Das heißt, wir werden nochmal Revue passieren lassen, was alles in der Zeit passiert ist. Und wie der Anfang war und wie es jetzt ist und was die Zukunft noch alles so bringt. Ja, klar. So, Ruben, wir machen eine kleine Abschiedsfeier und ich habe dir noch hier ein kleines Geschenk. Nee, du, das glaube ich dir jetzt pack nicht. Pack erstmal auf. Das glaube ich dir jetzt nicht. Doch, pack erstmal auf. Erstmal die Ente natürlich. Mach mal, wir trinken immer kurz Licht. Wir müssen mal Licht. Mal trinken hier. Ich hab Durst. Licht. Geht nicht. Ja, nicht. Ich werde warten. Erstmal aufstoßen. Komm. Hier mal kurz Licht. Aufstoßen. Genau, stoßen wir erstmal an. Ja, aufstoßen. Aufstoßen. Auf dir durch ins Gesicht. So, ja. Auf dir stoßen wir. Alles, das alles sich auf. Alles muss ich zu guten machen, ganz genau. Ja, genau. Hab ich mir gedacht, so ein kleines Geschenk. Pack mal aus, wirst dich freuen. Wirst dich freuen. Aber hab mir gedacht, könnte vielleicht in dem Studio im Studio einfach alles aufreißen. Das versuche ich in den Sachsen vom Koffer reinzustopfen. Mach das. Das Geile ist, die Ente hat sogar hier unten drunter den Satz. Ente steht sie hat noch, sogar noch den Satz unten drunter. It's such the ducks away. Tja, die müssen irgendwie mit den Sachen auf jeden Fall. Nice. Sehr die Ente nice. Kann man irgendwie an die Seite quetschen oder so. I don't know. Die hält das aus, ein bisschen gedrückt zu werden. Definitiv. Oh. Wenn nicht, lass den Rahmen einfach hier und knüll das Bild mit ein. Genau das Richtige. So, ich hab mir, so ich hab, arbeitet man weil, ich hab mir gedacht, so, das ist eigentlich das perfekte Bild. So arbeitet man nicht. Weil ich hab mir einfach gedacht, das ist das perfekte Bild, so das Chaos im Studio eigentlich. Ja. So das reine Chaos im Studio, das man so noch im Sofa ertragen kann. Ja klar, ich meine, anders, wie sollen wir das denn sonst machen? Chaos drauf, Digga. Oh Mann. Ist so. Hab ich mir gedacht, so, das wäre doch mal nicht schlecht. Und du hast heute gefilmt für Dings? Hast du gefilmt? Ja, heute war ich als Joker unterwegs. Als Joker? Auch so hier mit den Dingern? Oder? Geil. Ja, einige Fotos, ja. Musst du mal die Fotos zeigen. Ja, das ist schlecht. Digga, dann hast du heute also gefilmt, Koffer vorbereitet und die Hunde und all dies und drum und so und oh Gott. Und eine Mauer gemacht. Und dann früh muss ich um 5 Uhr aufstehen und noch eine Mauer machen. Echt jetzt? Ja. Scheiße. Außer es stürmt, dann kann Alter, das sieht übelst geil aus. Das ist nur ein Teil, weil da hatte ich mir. Das hast du benutzt für die Videos? Ja, aber guck mal, dann hatte ich noch das Ding da. Ey, wie geil ist das denn? Ja. Wow. Alter, so richtig wie so mit Narbe und allem. Ja, aber leider sind die irgendwann abgegangen, aber naja, so ist das. Übelst geil aus. Vor allem an die. Vor allem, wenn man an die schöne Zeit denkt, so, weißt du, wie wir damals angefangen haben? Vor 2 Jahren haben wir einfach so angefangen. Als wir noch alles auf einmal gemacht haben. Wir können uns noch an die erste Autotour drin erinnern. Das war geil. Wo du in der Autotour noch die ganzen Klamotten hattest und so ein Scheiß. Ja, du findest aber hinten hängen so die ganzen Hemden. Dann sind wir dann so nochmal durch die Tür gefahren. Und dann dabei so krass die Beats gehört die ganze Zeit. Und einfach improvisiert dahingestellt. Ja, ganz improvisiert. Dann haben wir uns noch den Dark Dog geholt. Nein, der legendäre Satz im Auto wird nicht geraucht. Tagsüber. Der vernebelte Auto. Das vernebelte Auto. Oh Mann. Ja, jetzt kommt wieder eine neue Etappe. Aber was ich cool finde, wenn man es mal überlegt. Wenn man mal überlegt, wir haben uns kennengelernt auf der Feier von Vicky. Ja. Da haben wir das erste Mal miteinander gesprochen. Und wenn man jetzt wiederum jetzt mal so denkt, so was mit der Feier passiert ist, dann dieser riesige Zeitspanne, wo einfach nichts passiert ist. Ja, dann haben wir damals den Song in deinem Zimmer drüber gemacht. Genau, dann haben wir so viel im Zimmer gemacht und dann wieder auf einmal gar nichts. Jahrelang. Und dann, ein bis zwei Jahre gar nichts gemacht. Ja. Und dann jetzt wieder dann so richtig heftig. Weil wenn man natürlich alles hat so auf dieser Feier, wo wir uns heftig besoffen haben, wo er noch seine langen Haare hatte, angefangen. Lange Haare. So, und dann jetzt, so, wenn man so die ganze Evolution ansieht, das ist schon echt etwas Besonderes. Und wir haben schon eine Menge erreicht eigentlich. Ja, wir haben schon was gemacht. Wir haben schon eine Menge erreicht und es wird noch mehr. Und wir ziehen das Ding irgendwie mit dem Plan, den wir haben, das ziehen wir durch. Mhm. Und wenn ich in Deutschland besuche, das wird geil. Machen wir eine Tour dort. Ja, und wir arbeiten ja trotzdem und weiter. Wir machen dann Skype-Session. Jeden Tag einfach. Skype-Strippy-Shows, ich strip dann immer so. Und dann ja, ich lade die Mädels ein. Genau!
Das ist geil. Ja. Das ist so der typische Studio-Bade. Weißt du noch damals mit Matti, Kaka und Balde? Yeah. Das war so die komplette Sinne. Oh Mann. Ey, ich sehe mich jetzt schon in Deutschland, wenn irgendwelche Sachen kommen, dann sage ich plötzlich so, wie ich eben zu dir sage, hier, das werde ich in Deutschland auch machen. Und, ich so, und dann werden die Leute mich sagen, so, du verstehst es ja. Du hast so, was ist das? Da freue ich mich so drauf. Das wird mir voll passieren. Oder wenn ich mitten im Satz dann sage, no sé. So wie jetzt so, no sé. Meinst du nicht? Dann weil die Leute beleidigt, genau. Maldita, was ja, mal die ich würde einfach mal so als erstes alle Leute beleidigen, wenn du in den Raum gehst, musst du mal die Wachstab, dann gib mir diese scheiß Brot. Inutil. Ich hätte gerne, genau, mach ich so rein, so zum Bäcker, so. Inutil, ich hätte gerne mal eine Scheibe Brot. Maldita, nein. Das ist so, das ist jetzt, ein Instagram. Eigentlich Foto könnten wir jetzt mal erklären, warum die Ente überhaupt da ist. Ich meine. Ja, so das ist ja, wir haben es nie erklärt. Haben wir nie erklärt. Weil nee. Die Erklärung ist eigentlich. Die Erklärung ist so: Rufen hat damals in dem einen Song Root Law, der jetzt bald rauskommt, hat er nämlich statt. Der Satz heißt nämlich Clean the Streets and Slash the Drugs. Stash the Drugs. Oh Gott. Ich kann gar nicht mehr reden. Du weißt es schon selbst gar nicht. Nee, das ist immer so. Scheiße, weil man es immer dann extra falsch macht. Genau. Und dann hat er, genau, weil wir es ja immer extra falsch sagen. Und wir sagen dann immer Slash the Ducks away. Ja. Kann dann eigentlich raus. Ja, und seitdem haben wir immer angefangen mit dem vor den Enden. Ja, Mann. Sich verteidigen und so. Hier mit Lichtfilm. So Leute, das wird der letzte Abschied. Bisschen windig heute draußen. Wir haben fast Winter in Deutschland. In Deutschland, in Uruguay noch nicht. Wir haben noch Sommer. Ich erwarte der Winter. Aber das wird jetzt sozusagen der letzte Abschied. Das letzte Mal der Weg zum großen Tor. Ja. Und dann kommt der letzte richtige Abschied. Oh Mann. So Leute, das war's. Das war der Abschied. Das war der letzte Tag mit Ruven. Und kam ein bisschen verspätet, um 23 Uhr kam er. Eigentlich fast um 24 Uhr kam er. Oh Mann. Aber war eine unglaubliche Zeit. Und jetzt kommt eine neue Etappe. Es hat noch lange nicht aufgehört. Und es wird auch noch lange nicht aufhören. Jetzt hat es erst richtig angefangen.